Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Heute müssen wir den Nergigante erjagen, das weiß ich schon, zufällig. Wir müssen aber erstmal mit dem Chefökologen sprechen. Ah, da bist du ja. Ich wollte dir Bescheid sagen, dass der Admiral uns gebeten hat, den Nergigante zu studieren. Das haben wir getan. Wir werden bald eine Quest vorbereiten. Was noch wichtiger ist? In der Zwischenzeit gibt es da etwas, das du wissen solltest. Basierend auf deinen Hinweisen haben wir herausgefunden, wovon er sich ernährt. Nämlich von Drachenältesten. Ja, schockierend, aber wahr. Der Nergigante ernährt sich von Drachenältesten. Das erklärt, warum wir den Nergigante nur während der Ältestenwanderung sehen und warum er den Soramagdaros so unerbittlich verfolgt hat. Es gibt nur einen Weg, ein Monster einzuordnen, das sich nicht einordnen lässt. Man wirft es auf den Drachenältestenhaufen. Ich dachte jedenfalls, das solltest du wissen. Der Kommandant informiert dich dann über den Rest. Viel Glück da draußen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und was denkst du gerade? Okay. Jetzt muss ich mit dem Kommandanten schwätzen. Wundert euch nicht. Es gibt anscheinend 1000 Benachrichtigungen da auf der rechten Seite, weil der Robby Hood irgendeinen Quatsch macht. Hier drüben. Ach, du bist es. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe gerade von der ökologischen Forschungsgruppe gehört, dass sie den Aufenthaltsort des Nergigante gefunden hat. Auf diesen Tag haben wir sehr lange gewartet. Der Nergigante ist für uns so rätselhaft wie die Ältestenwanderung. Über Jahre hinweg hatten der Nergigante und wir von gegenüberliegenden Stränden aus den Blick auf das gleiche Ziel gerichtet. Wenn wir unseren Gegner studieren, könnte dies helfen, die größten Rätsel und die ältesten Wanderungen zu lösen. Okay. Ich möchte, dass alle Jäger bei der Feldarbeit zum Nergigante helfen. Melde dich zur Quest an und begib dich zur Heimat der Ältesten. Wir müssen alles über diese Wesen und seine Lebensweise wissen. Ich weiß, du wirst mich nicht enttäuschen. Es ist soweit. Wir gegen den Nergigante. Der Drachenälteste frisst. Der Drachenälteste frisst. Klingt gut. Warum bin ich zur Schmiede gegangen? Ich wollte eigentlich da oben hin. So. Hey, Partnerin! Der Kommandant hat uns offiziell grünes Licht gegeben, den Nergigante zu erforschen. Und jetzt sind wir mit neuen Informationen bewaffnet. Der Nergigante ist ein Drachenältester, der andere Drachenältesten frisst. Wow, und ich dachte, mein Appetit wäre verrückt. Ja, genau das. Jedenfalls wissen wir jetzt, warum der Nergigante nur während der Ältestenwanderung erscheint. Weil für den Nergigante eine Ältestenwanderung ein endloses Buffet ist. Ein Buffet, bei dem es sich richtig viel Energie holen kann. Die Sache ist, der Nergigante hat die Chance auf seine Hauptmahlzeit verpasst, als wir den Soramagdaros aufs Meer hinausgelockt haben. Also ist er zur Heimat der Ältesten aufgebrochen, um andere Drachenältesten zu finden, über die er sich hermachen kann. Das würde erklären, warum alle Drachenältesten so aufgebracht sind. Der Admiral wartet jedenfalls vor Ort. Wir sollten zu ihm gehen. Ui, es ruckelt ein bisschen. Ruckelt ein bisschen stark. Okay. Mach extra mit 2, weil jemand nämlich mitjoinen möchte. Und es gibt jetzt erstmal einen kurzen Cut. Wir dachten dann gleich nämlich zusammen die Quest, weil der Robby Hood hat mir nämlich angeboten mitzuspielen, da der Nergigante wohl nicht so nett und freundlich ist. Ja, also bis gleich. So, da bin ich jetzt erstmal wieder. Erstmal noch alleine, weil das nicht funktioniert hat. Ich muss mir erstmal ein bisschen Video angucken. Deswegen schalte ich mal, glaube ich, mich jetzt gleich weg. Denke ich. Wir gucken jetzt mal. Ne, noch nicht. Der Nergigante. Der einzige, der den Soramagdaros noch dringender finden wollte als wir. Dann nehmen wir ein bisschen Kraut mit. Und auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Okay. Aber wir müssen bestimmt uns jetzt gleich die Sequenz anschauen, wie der irgendwo landet.
Gehe ich von aus. Okay. Sieht böse aus. Los, Angriff mit voller Kraft. So, würde gerne jetzt erstmal das Notsignal schicken. Oh. Das war doof. Versuch mal gerade ein bisschen wegzukommen von dem. Weil ich eigentlich gerade erstmal gerne das Notrufsignal schicken will. So. So. Dann haben wir das nämlich. Und ich sage mal Hallo, Rob. Ups. Ah, so macht man das. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe Dingens geschickt. Ich bin abrufbereit. Ich habe Dingens geschickt. Ja? Schon ja. Geschickt? Mhm. Aber ich sehe nichts. Warte mal. Ah, ich sehe was. Siehst du? Ich komme. Ich komme. Und irgendjemand hat bei uns noch hier unsere Sitzung betreten. Gesellige Jäger, vielleicht kommt sind er ja auch. Jäger. Mal sehen. Denk daran, wer denn? Ich weiß es nicht, kenne ich nicht. Ach so. Irgendein Name. Ach, hast du Online-Sitzung gemacht? Da ist er ja. Warte mal hier. Ja. Nicht da reingehen, warte mal. Ja, ja. Bin nämlich gibt's zu low, deswegen brauche ich Hilfe. Aufnahme läuft? Ja, läuft. Ach, der steht da in der Mitte. Wo bist denn du? Ich bin in der bei der 8 ungefähr. Ach da, ja, ich sehe dich. Ich komm mal zu dir. Mhm. So. Hi. Hallo. Ein bisschen was abbauen. Bevor wir mehr Gigante begegnen. Hier sind normalerweise Katzen. Aber irgendwie. Vielleicht kommen die noch. Ich sehe die auf der Karte auch nicht. Vielleicht kommen die gar nicht. Vielleicht kommen sie ja noch irgendwann. Im Laufe des Kampfes. Nee, die müssten von Anfang an da sein. Ich glaube, weil wir zu zweit sind. Kommen keine. Gibt es keine. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ich habe ja deine Katze, deswegen wahrscheinlich. Ja, hast du schon gesehen, wie süß meine Katze aussieht? Nein. Komm, Twister. Put, 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 put. Twister. Ja. Ja, die sieht nicht süß aus. Doch, voll süß. Nein. Gigantische süß. So. So, der kleine Rob hat übrigens ein bisschen mehr gespielt, deswegen hat er eine schöne Rüstung, ich und ich nicht. Ja, die sieht man nun. Wäschert. Doch. Verdeckt ist. Du hast aber trotzdem, das sieht cool aus. Ich will auch sowas.
So. Dann boxen wir. Also den. Ich sollte ja erstmal wegbleiben, gell? Ey, wo ist die Musik? Ich hab Musik. Musik. Ich hab Musik. Echt? Bei mir kommt gar nichts. Ah, jetzt. Ups. Ja, geht's dir schon nicht so gut. Danke, Mopsi. Uah. Hilfe. Muss erst mal lernen hier. Ja. Au, hast mich gehauen. Geil, wenn man unter dem steht, kommt man auch gar nicht mehr weg. Nicht ganz, ja. Was, der ist jetzt schon sauer? Ja, der ist da ein bisschen. Der ist nicht so ganz gechillt. Na komm her. Kann er mal aufhören, so ungechillt zu sein? Ja, das kommt irgendwann. Weil ich würde gerne auch angreifen, aber. Der lässt einen nicht, ne? Nee. Pass auf, wenn er so in den Boden rammt, seine Stacheln, sein Kopf, dann schießt er so brutale Stacheln raus. Jetzt haut er ab. Okay, komm mal her, wir heilen uns mal zusammen. Weil meine Katze ist ein bisschen angeschlagen. Mhm. Und Mopsi sollte auch hier hinkommen. Ey, psst. So. Waffe schärfen auf jeden Fall. Ja gut, ich habe nicht wirklich viel angegriffen. Der war mir zu oft in der Nähe. Na schön, na schön. So, warte, warte, nicht zu nahe kommen, ja? Ja, okay. Jetzt. Volle Lotte zu dem. Okay, und tschüss. Lauf. Warum ist er jetzt schon wieder angepisst? Hör mal, Junge. Wow. Mann, ey, seine Attacken sind einfach verheerend. Okay, sitzt auf ihn drauf. Ja, okay, Schwanz dauert noch ein bisschen. Oh, das ist eine fiese Attacke. Ja. Mopsi. Danke. Ja. Komm nicht ganz raus. Kann er mal aufhören, wieder angepisst zu sein hier? Sowas kennt er nicht. Au.
Warte, irgendwo war da ein Kristall, der hier auch runterfallen kann. Genau, bleib da unten, bleib dort in der Nähe, weil hier der Kristall, der kann auch kaputt gehen. Ah, schade, nicht getroffen. Das war knapp. Wenigstens die Beine mal ein bisschen K.O. hauen hier. Au! Na, wo ist er? Ich seh den nicht. Oder? Da unten ist er. Der ist schon wieder angepisst. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja. Ja. Alter, da kann er. Da kann er auf jeden Fall voll heftig springen, auf jeden Fall, ne? Kannst du mal woanders hin springen? Junge! Au. Heiland! Spring doch mal! Gegen den Urab und nicht gegen mich. Ey, wo will er denn hin? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Ja, ist ein kleines, fieses, Fieses etwas, gell? Pupsloch. Pupsloch? Kleiner fieser Pupsi. Aber warte mal, ich schärfe mal gerade meine Waffe. Ich hab ja mal endlich mal ein bisschen angegriffen. Endlich. Schön, dass du direkt wieder bei dir. Oh, ey, der ist hier runtergefallen. Ne? Ja. Mama Jung, chill. Oh oh. Boah, Glück gehabt. Wie war das? Irgendwie an die Wand, gegen eine Wand springen? Ne, das klappt irgendwie nicht. Ne, ne, nicht jede Wand funktioniert. Au, 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 au. Ja, welche Wand funktioniert denn dann? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Au, boah, ich sollte mich heilen. Aua. Ja, ich versuche gerade irgendwie den Schwanz ein bisschen abzuhacken. Oh oh, weg. Ja. Ah, ich glaube, der Schwanz hat nicht mehr lang. Ja, denke ich auch. Ja,
Au. Hey, dieses Gungi-Jumper von dir. Was ist hier los? Au. Shit, 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 shit. Haben wir irgendwo was zum Heilen hier? Nö. Nee. Warum jetzt wieder zu mir? Hör mal, Junge. Geh mal woanders hin. An mir vorbei, ey. Ich will mich mal gerne hei- Alter, hör auf zu stolpern. Jetzt steh auf. Au. Muss mal was trinken hier. Au. Versuch die irgendwie mit den Dingern das zu machen, aber das klappt irgendwie nicht immer. Welche Dinge? Ah, oh, Mann, Junge! Ja, diese, flackernden Dinger da halt. Jetzt haut er wieder ab, gell? Der haut sehr oft ab. Oder? Ja. Ja. Aufgeheilt? Nee, noch nicht. Besser, du heilst dich komplett. Ja, das Problem ist halt, ich hab halt nicht viel. Nicht viel. Meine Nase juckt. Junge, sei doch nicht direkt wieder so aggro. Hä? Huch, wollt nicht. Nein! Bist du weg? Das war aus Versehen. Ist der wieder Akku? Ja, weiß ich, er bewegt sich so seltsam. Ja, der will mich unbedingt boxen. Ja, komm mal hier an die Liege. Ja, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Ansonsten kannst du hier die Lilien benutzen, aber du musst neben denen stehen, sonst klappt das nicht. Ja, hab ich. Ich geh weg. Hat irgendwas Komisches vor? Ja, kann man meinen. Hatte Dauer. Mann, ey. Na komm, Schwanz, jetzt geh kaputt. Was macht der? Okay. Er schlägt aus. Oi. Alle auf den Schwanz. Hallo. Ich will nur zu deinem Schwanz, mehr will ich nicht. Klingt falsch. Ein wenig. Nein. Ich hatte gar keine Gelegenheit wegzuspringen. Ah. Boah, vor allen Dingen, die brauchen voll lange, um zu trinken, gell? Ja. War das schon immer so? Ja. Ey, wie konntest du mich erwischen? Muss doch mal was trinken. Ja, genau, trink. Und der kommt hier hin. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Hey, Junge, lass mich doch mal was trinken. Chill.
Ich bin in Ohnmacht gefallen. Ja. Alter! Oh, hier will jemand mit mir reden. Viel Spaß. Endlich, es ist soweit. Scheiße. Die ökologische Forschungszentrale hat einen Kurier vorbeigeschickt. Er sagt, sie warten dort auf dich. Sei jetzt lieber vorsichtig. Denn der Gigante hat versucht, den Soramactoros zu fressen und es nicht geschafft. Er ist auch an anderen Drachenältesten gescheitert und jetzt ist er hungrig und wahrscheinlich auch ziemlich sauer. Ach, du brauchst keine Warnung von mir, nicht nach all dem, was du schon durchgemacht hast. Und was meinst du? Bist du einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Ja, chill. Danke. Du kannst auch helfen, fauler Sack. Ja, ist so, ne? Habe ich mir auch gedacht, als er mir das erzählt hat. Ja, Schwanz ist abgefallen. Echt jetzt? Geht doch. Ja, ich trinke mal gerade hier Rationen und so und komme so langsam mal zu dir. Ich hätte was essen können eigentlich. Egal. Da sind noch Sachen in der Box, ne? Nur zur Info. Wo ist denn der Schwanz? Neben der Fliege. Hast du Maxi krank benutzt? Oh, danke, dass du mich wenigstens schneiden lässt. Was? Ja, hab ich gerade. Ja, hab ich. Okay. Aber das war mein letzter, ne? Ja, versuch nicht zu sterben. Ich gebe mein Bestes. Ich kann nur einmal schneiden, gell, ja. Da oben waren übrigens auch noch Tränke drin, ne, in der Kiste. Ja, nicht schlimm. Falls du welche brauchst, dann. Ich hab die mir mal jetzt gerade genommen. Sollen wir den mal in eine Falle setzen? Uah. Vielleicht, wenn er nicht gerade angepisst ist. Ja. Oder sollen wir das mal probieren? Soll ich mal eine Falle setzen? Nein, nein, Falle geht bei dem nicht. Geht das nicht? Nein. Den müssen wir töten. Ja, ja, nee, das ist klar. Ich meine Falle setzen, um dass der mal chillt und dann Bomben benutzen oder so. Nee, geht nicht. Nur wenn er schläft. Echt? Ja. Boah. Warum geht das denn nicht bei dem? Okay, der ist schnell wieder angepisst. Ja. Hab doch nur ein paar Mal gehauen, Junge. Brechwart. Muss doch irgendwas brechen hier. Kann er mal aufhören, angepisst zu sein? Das nervt so ein bisschen an dem, gell? Find ich. Sonst wäre es kein Nährgigant. Er ist wütend, er hat Hunger. Ja und? Interessiert mich doch nicht. Soll er Snickers essen? Das hilft halt. Oh fuck, ich war doch gar nicht in der Nähe. Das glaube ich macht nichts. Ja jetzt habe ich zum Beispiel nichts abgezogen bekommen, obwohl ich genauso weit entfernt war. Dann hast du Glück gehabt. Ja, ich muss mich mal ein bisschen heilen. Oh, ich glaube, der ist. Nee. Echt jetzt? Wie denn das? Kommst du nicht dran? Doch.
Echt? Ja, ja. Ich greife ihn die ganze Zeit mit der Fliege an. So. Gleich müssen wir den schlafen lassen, dann musst du ein paar Bomben hinlegen. Habe ich Bomben dabei? Fuck, ich habe keine Bomben dabei. Dann musst du deine hinlegen. Ich habe 2 Stück, glaube ich. 2 kann man mitnehmen, gell? Ja. So, leg genau vor seine Hörner. Also hier? Ja. Die andere auch? Ja. Und dann gehst du ein bisschen zur Seite. Boah. Er ist hier jetzt so richtig am Ausflippen, ne? Wieso? Boah, sieht das geil aus. Wie meinst du richtig am Ausflippen? Noch mehr als sowieso? Noch mehr als sowieso. Viel Spaß. Richtig durchgeklatscht da. Ja. Abzug. Wenn er mich lassen würde. Geh weg. Versuch dich ja an den Dingern zu heilen. Ja, ich hab grad mit Tränken gemacht. Ja, Mopsi, danke, du bist ein bisschen spät. Junge, chill mal. Hier ist ein Nergigante-Material. Da, wo ich gerade war. Wo warst du denn? Hier vorne bei dem, bei dem coolen Ding irgendwo. Ah ja, ich seh's. Gefunden? Ja. Gut. Oh, bei dem muss man sich ja echt übelst konzentrieren, ey. Ist nicht viel mit Schwätzen. Oh, Mopsi ist tot. Au, fuck. Der lässt einen auch nicht trinken. Nee. Oh, diese Schläge, mein Gott. Ah, nein. Hör auf, den zu fixieren, Frau. Ich bin schon wieder in Ohnmacht gefallen. In Millimeter. Ich darf, glaube ich, nur 3-mal, gell? Ja. Cool. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, dann... Dann ist vorbei.
Genau. Und sterb bitte nicht. Ich meine, du hast schließlich die bessere Rüstung. Du müsstest eigentlich eher überleben. Ich glaube, ich esse mal. Ja, aber das bringt nichts. Nichts mehr, glaube ich. Oder nur ein bisschen was. Egal. Ja, nur Ausdauer. Ausdauer und Angriff, bisschen. Oh, shit. Halbe Leben. Bitte sterb nicht. Aber dass bei dem keine Fallen helfen, dass man dem nicht eine Falle stellen kann oder so. Kann man bei keinem Drachenältesten. Echt? Ja. Ist ja voll doof. Okay. Ich habe auch keinen Maxi-Trank mehr, scheiße. Das ist bitter. Oh, scheiße, lauf hier hin. Ja, ich würde ja gerne, aber die... Hör auf, Filmsequenz. Hör auf, Filmsequenz. Schaff das nicht, gell? Ich glaube nicht, fuck. Boah, hätte ich das gewusst, wäre ich schneller gekommen, weißt du? Ich dachte noch so, oh komm, isst du mal noch was und... Shit. Lauf! Naja, wenigstens ein bisschen mehr Gigante-Zeugs habe ich ja. Dann wird mir wenigstens die Rüstung freigeschaltet, gell? Ja, nee. Aber vielleicht schaffst du es ja doch noch. Nee, guck mal, nur noch 20 Sekunden. Guck mal, wie weit weg ich bin. Okay, doch nicht. Wenn hier ein Durchgang gäbe, dann würde ich es schaffen, aber ich muss ja hier außen rumlaufen. Och man! Ende. Scheiße. Shit. Hätte ich das gewusst, dass er nur noch so wenig hätte, wäre ich schneller gekommen. Oh, ich hab Film. Hey! Nun schau mal, wer noch hier ist. Wir haben also Drachenälteste, die Drachenälteste fressen. Wunderbar. Jetzt wird so einiges klar. Ja. Das Gesamtbild war uns nicht klar. Wie hätten wir das vor der neuen Welt wissen sollen? Der Nergigante kam hierher, um zu schlemmen. Und dabei hat er das Ökosystem vor Ort gründlich ruiniert. Das ergibt Sinn. Da das Problemkind jetzt aus dem Weg ist, sollten die anderen Drachenältesten sich wieder normal verhalten. Gute Arbeit. Also, bereit zum Aufbruch? Was ist los? Nein, ein Teil des Puzzles fehlt noch. Wie kommt es, dass sich in diesem Gebiet so viel Energie angesammelt hat? Genug Energie, um solch eine Bedrohung anzulocken und ihren Lebensraum wechseln zu lassen. Sowas passiert nicht von selbst. Was haben wir denn hier? So, da bin ich wieder. Film ist vorbei. Mhm. Ja gut, ich habe ein paar Nergigante Sachen jetzt gekriegt. War voll doof. Ja, trotzdem, Banane. Egal. So, Jägerrang 14. Besser geht's kaum. Freigeschaltet. Ich bin Schleuderschütze gewesen. Yay! So, jetzt kommt bestimmt nochmal Filmsequenz. Ich schalte dich mal weg, gell? Mhm.
Sagst du tschö? Geh mal pinkeln. Sag tschö. Ciao, Babe. Bis dann. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten. Wie ihr wisst, war der Nergigante in die Heimat der Ältesten hinabgestiegen und hat dort ganz schön für Unordnung gesorgt. Da sich der Nergigante von Drachenältesten ernährt hat, könnt ihr euch denken, dass jedes Monster dort jetzt aufgeschreckt ist. Anfangs dachte ich, wir könnten das Problem lösen, indem wir die Nergigante eliminieren, aber unglücklicherweise war das nicht der Fall. Trotz unserer größten Mühen ist die Situation eskaliert. Drachenälteste auf der Flucht haben damit begonnen, in andere Gebiete einzudringen. Inzwischen finden wir Spuren von Drachenältesten fast überall. In den Wäldern, in den Wüsten, sogar im Tal der Verwesung. Unsere Leute haben die Spuren bislang drei unterschiedlichen Drachenältesten zugeordnet. Die Betonung liegt auf bislang. Viele von euch sind Drachenältesten in der alten Welt begegnet. Ihr wisst, welche Konsequenzen ihre verheerende Kraft hat. Und ihr wisst, was das für gefährliche Gegner sind. Wie groß die Gefahr auch sein mag, wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Wir wären sonst Narren. Endlich. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ja, schon gut. Ich möchte, dass unser Feldteam mit der Sammlung von Hinweisen anfängt. Wir müssen diese Bestien aufspüren und ihre Standorte bestimmen. Deshalb habe ich beschlossen, euch in drei Gruppen aufzuteilen. Anführer des Feldteams, du leitest die Untersuchung im uralten Wald. Und die Wildturmödnis, die gehört dir, Jäger. Was das Tal der Verwesung angeht, da brauchen wir die Hilfe der dritten Flotte. Ich überlasse es den Delegierten, wie sie das Feldteam nutzen möchten. Zu guter Letzt, vergesst nicht, eure Erkenntnisse der ökologischen Forschungsgruppe mitzuteilen, sobald ihr genug Beweise habt. Wissen alle Bescheid? Gut. Wegtreten! Klingt nicht gut. Jetzt wird's interessant. Die Sache wird immer interessanter. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich werde woanders gebraucht. Ein alter Freund hat einen Ort mit enorm starker Energie gefunden. Es gibt einen Anstieg in den Adern der Erde. Er will ihn alleine untersuchen gehen. Das darf ich nicht zulassen. Nun, so ist das. Aber erzähl das bitte keinem. Mein alter Freund würde es mir nie verzeihen, wenn ich dieses Geheimnis verraten würde. Dort gibt es ein Netzwerk unterirdischer Adern, die Energie durch die neue Welt pumpen, wie eine Art Blutgefäße für das Land. Und der ewige Strom ist ein Teil des Netzwerks. Dass die Drachenältesten trotz des Verschwindens des Nergigante in Aufruhr sind, hat bestimmt etwas damit zu tun. Natürlich kann ich das nicht garantieren, aber ich habe da so ein Bauchgefühl. Nenn es Admiralinstinkt. Wie dem auch sei, ich wünsche dir viel Glück bei deinen Aufgaben. Ich werde dir erzählen, was wir herausfinden. Ach Mist, fast vergessen. Mein alter Freund hatte auch noch eine Nachricht für dich. Ich warte auf der anderen Seite, wo alles zusammenläuft. Nun, das sind seine Worte, nicht meine. Es kommt jetzt. Okay. Drachenälteste sind überall auf der Welt in Aufruhr. Untersuche dies, indem du hochrangige Expeditionen und Quests angehst, sowie Drachenältesten Spuren sammelst, auf die deine Spähkäfer mit Blau reagieren. Sobald du genug Forschungspunkte gesammelt hast, erstatte der ökologischen Forschungsgruppe Bericht, indem du besondere Untersuchungen auswählst. Dann wird ein neuer Auftrag erteilt. Du kannst Forschungspunkte erhalten, indem du hochrangige Quests abschließt. So. Wenn die Drachenältesten sich nicht beruhigen, müssen wir uns die Sache genauer ansehen. Wir gehen auf die Jagd. Gut, machen wir, aber nicht jetzt. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Gerade mal gucken. Ja, da muss ich mit ein paar Leuten reden. Obwohl, das mit dem Reden könnten wir vielleicht noch jetzt mit reinpacken. Wo sind denn die Leute? Da hinten. Dann packen wir das Reden noch mit rein. Es ist Zeit. Genau, auf in die Wildsturmödnis. Wir müssen einen Drachenältesten aufspüren. Soweit ich das sehe, ist die Fährte auf Stein und Sand deutlicher. Das Richtige wäre jetzt eine Expedition oder Quest in hauptsächlich trockene Gebiete. Sobald wir die nötigen Daten haben, erstatten wir den Gelehrten in der ökologischen Forschungszentrale Meldung. Bis zum nächsten Mal, Jägerin. Gemacht. Nächster. Yo. Hallo Freundin, da bist du ja. Wir haben die Jäger der 4. und 5. aufgeteilt, um die Suche nach den Fährten des Drachenältesten zu beschleunigen. Ich möchte, dass du im uralten Wald zu uns stößt und dort suchst. Sammel alle Hinweise, die du finden kannst. Das kannst du im Rahmen einer Expedition oder einer Quest machen. Das ist dir überlassen. Basierend auf den Infos, auf die wir Zugriff hatten, scheinen die Hinweise über einen weiteren Bereich verteilt zu sein.
Wenn du genug Daten gesammelt hast, erstatte der ökologische Forschungsgruppe Bericht. Reiß dich zusammen, okay? Viel Glück da draußen. So, wo ist der? Wo ist denn der nächste? Da unten irgendwo müsste noch einer sein. Nee. Das sind die Quest-Dinger. Und mal gucken, wo ist denn der andere? Hier oben, glaube ich. Meisterin der dritten Flotte, wer ist denn das überhaupt? Überhaupt jemals mit der gequatscht? Ne, da gehen wir raus. Festtafel. Okay. Gute Frage, nächste Frage, wo die ist. Ne, das ist sie nicht. Naja, egal, die wird wahrscheinlich eh dasselbe erzählen wie die anderen auch. Deswegen beende ich jetzt hiermit die Folge, die ist sowieso schon lang genug. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.